Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Zu einem sehr rauschigen Video, würde ich mal sagen. Ich gebe natürlich mein Bestes, das Rauschen zu entfernen, aber neben mir brummt mein Aquarium. Unter mir brummt heute besonders laut mein PC, denn ich habe mir was überlegt. Und zwar folgender Ablauf. Ich saß in meinem PC und ich habe gestern dem Moritz, einem Spieler auf dem Server und noch den Till und der Jakob, die waren auch noch dabei. Genau, wir waren zu viert im Talk und dann haben wir uns entschieden, ja, wir spielen heute ein bisschen auf iPixel. Und dann hat der Moritz mich eben angeschrieben, vor einer Stunde, als wir uns verabredet haben. Und mein Internet am PC ging und ging nicht an. Und dann habe ich gedacht, ah, was mache ich denn jetzt? Außerdem habe ich zeitgleich angefangen, das Speedbuild vom Spawn zu bauen. Aber mir wurde langsam klar, das reicht nicht, das Speedbuild als nächstes Video zu machen, weil dann haben wir irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen, wo kein Video kommt. Das wäre ja auch langweilig. Und deshalb habe ich mich jetzt eben hingesetzt in meiner Offline-Phase und hatte eine eigentlich ganz interessante Idee. Denn heute gucken wir uns mal alte Projekte von mir an, die ich gerade selber auf dem PC entdeckt habe. Jetzt geht auch dummerweise das Internet wieder, das heißt, jetzt könnte ich eigentlich mit Moritz spielen. Tja, Moritz, dafür habe ich dich im Video erwähnt. Genau. Und ich habe jetzt mal 2 alte Projekte rausgesucht, denn ich speichere das alles. Ich kann es euch mal zeigen, also ich stelle mir hier auf Desktop. So, jetzt seht ihr meinen ganzen Desktop. Crazy shit. Und hier ist ein Ordner. Genau, und zwar habe ich meinen Minecraft-Ordner. Also ich habe hier mein ganzes Zeug. Da kann ich jetzt hier auf Minecraft. Und den habe ich mir halt selber angelegt. Und da habe ich meine Schematics. Das kennt ihr aus anderen Videos, was das sind. Meine Welten, also für World Painter. Meine Server, meine Backups. Meine ganzen Backups, das sind meine alten Server von, weiß nicht, hier, guck mal, 2015. Da könnte man auch mal dran rumstöbern. Da habe ich heute gar keine Projekte. Sondern ich habe meine letzten 2 größeren, die ich hier noch in der Serverliste hatte genommen, und zwar habe ich hier ausgemusterte Server und habe mir gedacht, 2016 ist schon weit zurück und habe den einfach mal, welcher ist denn das jetzt, spiegel ich mal ganz kurz, okay, den habe ich, fahre ich einfach mal hoch, so, und ich denke, das ist ganz witzig, da nochmal reinzugucken. Ich habe mal ganz kurz eben geguckt, allein schon, um einen Shader zu installieren, weil jetzt sind wir tatsächlich hier in der 1.12.2, weil ich wollte es auch nicht ändern. Und dann kann man mit Localhost, nur ich, weil das halt ein Server ist, der auf meinem PC läuft. Great, genau. Okay, was ist das für ein Projekt? Das muss ich mal kurz erklären. Und zwar, müsst ihr wissen, ich hatte früher einen Skyblock-Server. Und der lief eigentlich wirklich gut. Also es waren teilweise 20 Spieler online. So ähnlich wie der Community-Server. Jetzt war eine schöne Runde. Und irgendwann, weiß nicht, war ich 3-4 Wochen in Sommerferien und kam nach Hause und dann ging halt dies und das und jenes nicht mehr und dann, genau, hat sich das irgendwie verlaufen leider. Aber ich habe natürlich alle Backups noch und habe mir immer gesagt, irgendwann starte ich den mal wieder. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist doch eine Chance fürs Video. Game Mode Creative. Ist das das? Ach Leute, Skyblock, okay, hoho, ich hab grad selber, ich erinnere mich gerade so ein bisschen, zum Beispiel, wenn man Dia-Schuhe hat bei Skyblock, dann kann man mit Sneaken, wenn man Sneaken loslässt, dann macht man eigentlich so einen Bouncer, aber ich habe wahrscheinlich eingestellt, dass man voten muss, auf einer Vote-Liste, damit die Spieler eben auch den Server finden, und erst dann wird es freigeschaltet, und weil ich jetzt nicht gevotet habe, kann ich das auch nicht benutzen. Okay, und zwar, wir wollen uns aber ja mal die Welt ein bisschen angucken, denn es geht ja so auch ums Bauen. Genau, und deshalb gehe ich einfach mal hier hin, wo ein Spieler normalerweise das erste Mal auftaucht, wenn man auf den Server joint. Und ich muss sagen, ich glaube, mein Baustil hat sich schon, also es ist viel gleich geblieben, aber einiges hat sich, glaube ich, auch geändert. Tja, wer erkennt ihn? So ein kleines Easter Egg habe ich so. Und hier auch, das war, Alter, da war ich noch kleiner Fanboy. Genau, das ist halt so das Tutorial, wo man hier durchläuft, zum Beispiel Marktstände. Das seht ihr sofort, die hätte ich mittlerweile anders gebaut. Vielleicht seht ihr es auch nicht sofort. Ich sehe es sofort. Ich hätte das mittlerweile sehr anders gebaut. Genau. Ja, hier ist, also es ist jetzt ein Tutorial, das müssen wir jetzt nicht durchlaufen. Ist dann so erklärt, wie baut man einen Cobblestone Generator. Kutscher und Stadtwachen zeigen dir den Weg zu selbst den entlegensten Läden. Genau, weil ich halt so ein Shop-System, das können wir uns gleich mal angucken. Genau, dann hatten sie sich hier freigeschaltet. Guck mal, hier ist so eine überdachte Brücke. So was habe ich doch letztens auch als Tutorial gemacht. Ja, das blendet ein bisschen so rum. Gucken wir es sonst so rum. Hey, das sieht cool aus. Da bin ich schon ein bisschen proud gerade. Und dabei ist es so lange her. 2016, vor 4 Jahren habe ich das gebaut. Krass, da war ich noch
ein kleiner Hüpfer gefühlt. Und ich habe mich sogar bemüht, hier sogar die Rückseiten und alles, was man halt, na gut, in Skyblock sieht man es halt auch, angucken kann, wenn man da rumfliegt. Hier gab es dann so eine geheime Landestelle. Na gut, das war so das Tutorial. Hier habe ich eine Mühle gebaut. Was ich übrigens mir überlegt habe, hey, die sieht ja auch nochmal ganz anders aus zu der Mühle, die ich letztens gebaut habe. Das müssen wir mal so nebeneinander stellen und vergleichen. Ich finde die hier vielleicht sogar schöner. Ich kann es nicht sagen. Das ist halt ein anderer Stil, wie arg sich das verändert hat. Was ich noch sagen wollte, ihr dürft gerne euch hier irgendwas raussuchen und einfach mal sagen, ey, Kabusa, bau doch mal die Mühle, weil die gefällt mir viel besser als deine alte. Das Ding ist, bei dieser Mühle, als ich die gebaut habe, da gab es noch nicht mal die anderen, guck mal, wenn ich hier Trapdoor eingib, es gibt noch nicht die anderen Trapdoors. Da waren diese Pfeile hier noch ganz neu und so. Also was da an Blöcken fehlt, es gibt hier ja auch nicht den Grindstone-Schleifstein und so, das kann man sich ja alles hier abschminken. Das waren noch die alten Zeiten, ey. Aber Elytra kam da neu raus. Dann habe ich gemacht, am Ende vom Tutorial, wenn du dich freischaltest, musst du dich auch unsere Regeln, ja, natürlich, genau, und dann konnte man hier entweder mit Elytras, die man bekommen hat, okay, wow, das ist doch verrückt, also hier gibt's einen Beispielhändler, und da kann man sich Elytra kaufen, kann man sie sich anziehen, und kann dann hier, schaffe ich's, ja, easy, auf die Plattform fliegen, und dann kann man hier ins Luftschiff, zum Captain, hier lang, und dann geht man halt zum Captain, und schaltet sich frei und dann bekommt man den Rang Spieler. Und jetzt werde ich als Spieler hier angezeigt. Genau. Das Luftschiff finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das sieht nochmal anders aus als das, das ich schon auf dem Kanal gebaut habe. Das ist länger. Das ist auch größer. Das gefällt mir auch gut. Und das da ist auch cool. Das ist auch nochmal ein anderes. Das ist noch kleiner. Das ähnelt sehr dem, das ich hochgeladen habe, finde ich. Daran habe ich es auch so ein bisschen orientiert. Genau, und hier ist dann eben der Spawn. Das, was ich vorhin mit dem Kutscher vorgelesen habe, das ist, dass man jetzt hier tatsächlich den Kutscher anklicken kann und dann kann man sagen... So. Nee. Nee. Ey. Ich bin zu cool. Ich habe das mit Wegweisen programmiert. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich selber programmiert. Jetzt zeigen einem die Partikel den Weg. Ich überrasche mich stets selbst, ja. Ist ja Hammer. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Messerbild, weil ich habe gesagt, ich möchte mir den Weg weisen lassen. Sobald wir da sind, du hast dein Ziel erreicht. Und jetzt können wir uns Weapons kaufen. Und selbst, ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass das hier mit den Farben so schön aussieht und so. Heieiei. Da kriege ich glatt Lust, diesen Skyblock-Server wieder zu hosten, ey. Boah, aber wenn ich so einen Server nochmal hoste, dann brauche ich definitiv Unterstützung. Hier ist noch ein größeres Luftschiff. Genau, das ursprüngliche Captain-Schiff. Boah, das sieht ja cool aus mit dem Glas hier, mit dem Shader. Hammer. Tja, da wird man ein bisschen nostalgisch, wenn man sich das anguckt. Eine Sache gibt's, glaube ich, noch. Also es gibt natürlich hier ein paar schöne Spots. Irgendwie, vielleicht kann ich die auch mal auf Community-Server hochladen, dass man da durchgehen kann. Einmal gibt's hier noch die Unterwelt, die kann ich zeigen. Und zwar gibt's hier unten in den Inseln immer solche creepy Spots, wo man mit Elytras und so hin kann. Ich habe denen so dummen Namen gegeben, ey. Das ist Professor Bumper. Der verkauft einem dann TNT und so ein Stuff. Jörg Zuckrum, der hat einem Drogen verkauft, aber die habe ich wohl wieder rausgenommen. Ey, schon cool. Ich glaube, hier kann ich mal direkt ein Thumbnail draus machen. Zack. Easy. Hat es auch geklappt, weil manchmal habe ich schwarze Thumbnails. Nein, es wurde ein schwarzes Thumbnail. So, nachdem ich eben versucht habe, ein Thumbnail-Screenshot zu erstellen, habe ich jetzt einfach ein Windows-Screenshot gemacht, bis ich endlich die Idee hatte, weil bei mir werden einfach die Screenshots komplett schwarz. Das ist komisch. Na gut, ich denke, das war's mal von der Welt und ihr könnt einfach mal schon mal in die Kommentare schreiben, was euch besonders gut gefallen hat und was ihr vielleicht auch gerne mal in einem Tutorial sehen wollt, weil wenn ihr jetzt sagt, Alter, die Luftschiffe viel zu krass, dann weiß ich, dass ihr eher Luftschiffe sehen wollt. Wenn ihr aber sagt, Alter, Luftschiffe eigentlich langweilig, dann bau doch mal die Mühle oder zeig uns, wie du diese Dächer baust oder so. Zu den Dächern noch eine witzige Geschichte. Ich hab den Spawn mal in einem Forum gepostet, um ein bisschen Feedback zu bekommen und da hatte ich noch überall diese Dächer, wo hier so Treppen sind, komplett gerade einmal durchgezogen, das seht ihr ja. Da haben die Leute das kritisiert und dann bin ich echt Dach für Dach nochmal durchgegangen und habe immer solche durchhängenden Bereiche gemacht und habe hier solche, weiß nicht, so was, solche Löcher hier reingemacht und keine Nachrichten aus dem...
Oh, ich habe das Plugin nicht konfiguriert. Aber Auto-Messages. Genau, ja. Aber, weil es sonst alles viel zu lang wird, switchen wir jetzt mal direkt in die nächste Welt. So. Okay, und der nächste Server, den ich gefunden habe, der hieß einfach nur 1.12, also wirklich mehr nicht. 1.12 habe ich den Ordner benannt. Und ich habe da aber schon vorhin reingeguckt. Das ist der, den ich schon vorhin kurz angeguckt habe. Huch, es gab sogar ein Geräusch, wenn ich joine. Cool. Machen wir erstmal Time, Set, Day. So, was gibt es zu diesem Projekt zu sagen? Ich sage erstmal ganz kurz, was es ist. Und zwar hatte ich vor, einen Roleplay-mäßigen Server zu machen, wo die Villager am Spawn richtig rumlaufen, wo man richtig mit denen handeln kann. Dieses Wegweise-System habe ich dann nachträglich in Skyblock eingefügt, nachdem ich es eigentlich für diesen Server programmiert habe. Denn die Spawnstadt sollte nicht fliegend werden, sondern eine Inselstadt, wo die Häuser, dadurch, dass die Insel halt so klein ist, sich so richtig übereinander schichten. Und ich habe das nie fertig gebaut. However. Okay. Also, und dafür weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Gibt's ganz viel zu zeigen. Wir fangen einfach mal damit an, wo wir gerade aufgetaucht sind. Und zwar, hier eine... Nee, wir machen das anders. Ich fliege mal hoch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was das Ganze für Ausmaßen hat. Und zwar seht ihr hier vielleicht mit schwarzer Wolle so einen Inselumriss. Beziehungsweise, was ihr nicht mit schwarzer Wolle seht, ist schon mit Stein gebaut. Und hier ist das Ganze sogar schon so weit, dass ich ein bisschen Wasser eingefügt habe und das Ganze schon fertig gebaut hatte. Hier ist dann auch noch eine Insel, wo die Kirche drauf ist, und hier sollte noch eine Brücke hin. Hier sollten noch ein paar kleine Inseln hin mit Häusern, die das noch ein bisschen verbinden, damit die Kirche nicht so abseits steht. Hier das Schloss drauf und hier eine Insel nur mit der Arena, damit die Spieler auch gegen andere Spieler antreten können. Das heißt, hier konnte man, weil das hier ganz so Roleplay-mäßig ist, hätte man gegen Monster, aber auch gegen andere Spieler kämpfen dürfen, wenn man das wollte. Das war so die Idee. Hier habe ich dann den fliegenden Händler gebaut. Das war die Idee, und das Luftschiff habe ich einfach hier eingefügt, weil ich frech bin. Manche Sachen habe ich einfach kopiert und eingefügt, ehrlich gesagt. Aber nicht an dieser Welt nicht viel. Das Luftschiff und die unterirdische Welt, die ich euch gleich zeige. Und der fliegende Händler sollte halt hier so ein bisschen handeln. Okay, und jetzt, damit ich mal weiß, wie ich das euch zeigen soll. Also die Arena, da gibt es nicht so viel zu sehen, außer wie die halt von außen aussieht. Und wie die von innen aussieht. Angesichts der knappen Zeit reicht es vielleicht schon an Einsicht. Genau. Was zeige ich euch stattdessen? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich denke, das habe ich 2018 oder so gemacht. Aber kann es sein? Genau, hier habe ich dieses Wegesystem. Das habe ich ausprobiert, wie er den schnellsten, kürzesten Weg ausrechnet. Weil das muss man ja programmieren. Und das ist ein mathematisches Problem. Denn, wenn ich sage... lieber Computer, berechne mir von Arena den Weg zu Schloss. Dann kann er jetzt anfangen und geht alle Versionen einmal durch, sagt, okay, erste Version, da, 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 da. Nächste Version, da, 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 da. Und mit jedem Punkt, der dazukommt, werden es dann so viel mehr Möglichkeiten, dass man dann bei, weiß nicht, ich pausiere mal und gucke das kurz nach. Hab kein Internet. Sonst hätte ich jetzt einfach schnell gegoogelt. Ihr könnt es ja selber mal ausrechnen, wie viele Möglichkeiten das sind. Und mit jedem Block werden es halt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Das geht dann irgendwann ins Millionen-, Milliardenbereich. Und da gibt es dann Algorithmen, die das machen. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle. Wir sind ja eigentlich ein Bauchannel und kein Programmierchannel. Genau. Hab das dann auch schon teilweise ein bisschen hier drauf angewendet. Hier in die Gassen. Okay, und jetzt. Also, ich habe euch erzählt, die Stadt soll sich so ein bisschen überlagern. Das heißt, die Häuser stehen so übereinander wie in Schichten. Und ihr seht schon, hier unten sind die normale Schicht, dann kommt hier so ein bisschen die Oberklasse und die größeren Häuser. Das heißt, hier oben ist eine Gasse, die verläuft einfach über einem anderen Haus. Und hier unten ist dann so die Unterweltgasse, die zum Marktplatz hinführt. Der Marktplatz sollte so alle Klassen vereinen, indem der wie so Schichten hat. Boah, ich... Verrückt, wie viel Mühe ich mir gegeben habe und wie gut es auch aussieht. Also ich will mich ja nicht so dreist selber loben hier, aber ich bin schon ein bisschen proud, wie gut ich das geschafft habe. Vor allem, weil ich ja noch viel jünger war. Das heißt, eigentlich hätte ich ja weniger Bauerfahrung. Hier die Marktstände und die Gassen. Das ist dann so die Gassen von innen. Da kriege ich auch wieder richtig Lust, dieses Projekt weiterzumachen. Das sind halt alles... Das hat schon gut geklappt. Die Hammerstraße. Hört, hört. Dann gehen wir mal die Hammerstraße entlang. Ist hier die Hammerstraße? Ja, aber hier sieht es auch cool aus. Wir spiegeln ganz kurz hier rein. Was gibt's hier? Ah, da geht's zum Schloss hinter. Alter, ist das gruselig, wie das Skelett da steht. Das ist gruselig.
Und noch mehr Skelette. Okay, hier ist noch Baustelle. Dann gehen wir mal hier die Hammerstraße lang. Ah, das habe ich eben kurz entdeckt. Das habe ich auch selber programmiert, glaube ich. Und zwar... der Harry schmeißt mich raus. Du hast nichts in der Speisekammer zu suchen. Ich glaube, das hat irgendwas mit Quests zu tun oder so. Das soll so richtig Roleplay werden. Aber es hat so viel Zeit investiert, dass ich es nie fertig gemacht habe. Hier die ganzen Gassen übereinander. Und da finde ich mich sogar noch einigermaßen zurecht. Das ist auch cool. Hier einfach unterirdisch dann so ein Brunnen. Und dann kann man hier hoch, hier durch. Über uns ist jetzt das Krankenhaus geplant gewesen. Da ist sogar noch Baustelle. Hier. Hier ist schon Anfang vom Krankenhaus. Boah, ist ja cool mit den Glasscheiben. Okay, wollte ich euch nicht zeigen. Sondern man kann hier jetzt wieder rausgehen. Ups, falsch abgebogen. Hier wieder rausgehen und jetzt ist man auf einer Gasse einen Stock höher. Das heißt, unter uns ist die erste Gasse gewesen. Wir sind jetzt hier oben auf einer Gasse. Boah, es ist ein Chaos und Treppen überall. Hier die Häuser dann teilweise schon eingerichtet, glaube ich. Also hier ist jetzt, wir können mal hier ohne fliegen. Jetzt sind wir in der Heilergasse und hier ist Robrans Schmiede. Hört, hört. Da gucken wir doch mal rein. Und ja, genau. Also ich glaube, ich habe mir nicht so viel, also da, ich war auch noch ein bisschen überfordert mit dem Einrichten. Das kann ich, sage ich, das kann ich jetzt besser, finde ich. Also ich meine, ist schön eingerichtet, ist aber ein bisschen zu simpel, finde ich. Also hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Genau. Oh, ein Villagerdorf. Das ist doch ein Vergleich. Ein Dörfchen, ein Städtchen. Genau, aber hier gibt es ja noch was zu sehen, nämlich eine Kirche und ein Schloss. Gutes Schloss ist jetzt noch keine Beauty, sage ich mal. Es hat hier so ein kleines Gewächshaus, das finde ich cool. Das erinnert mich auch an Hogwarts, aber das finde ich auch wichtig, weil das macht das Ganze hübscher. Und da hat mein kleiner Bruder mir auch geholfen, meine ich. Ich kann mich erinnern, wie ich den immer mal beim Bauen dabei hatte. Den Turm finde ich schön. Das sieht auch cool aus mit dem kleinen Treppenhaustürmchen, der noch da hochgeht. Hier so überhängend unten. Ich glaube, das war ein cooler Korridor von innen. Ja, genau, das sieht eigentlich ganz schön aus, wenn man hier durchläuft. Was ist das? Privaträume? Ah, ich habe das Schloss so schön auch noch unterteilt von innen. Hier käme dann so ein Treppenhausturm. Hier ist man dann im Gewächshaus. Verrückt, verrückt. Hier ist man jetzt im Hauptbereich vom Schloss. Und wenn man da sich ein bisschen durchschlägt, dann kommt man hier in so einen Bibliotheksflügel. Wenn man sich noch ein bisschen besser anstellt, also das hier ist eine Tür. So baue ich Türen vor, sag ich mal. Dann kommt man hier in den großen Ballsaal. Ey, das ist ja auch cool geworden mit den Stützsäulen hier. Mann, ich kann mich einfach an mir selber inspirieren. Ich muss nur mal meine alten Sachen ausgraben, das ist halt schon verrückt. Müsste man einfach mal weiterbauen. Müsste ich schon mal machen, ey. Okay, aber jetzt haben wir immer noch gar nicht zwei der coolen Geheimnisse gelüftet. Die Kirche, die sind noch viel älter. Mit der Kirche habe ich mich mal ganz, ganz früh, das war meine erste Bewerbung zu einem Architekten, glaube ich. Und ich wurde angenommen und ich habe nie was gebaut und habe mich nie wieder gemeldet, weil ich so schüchtern war. Aber so an erster Stelle ist ein Architekt. Es tut mir ein bisschen leid für die armen Leute. Ich habe die ganze Zeit gebaut und die dachten sich, oh toll, haben gemeint, ja, du darfst gerne bei uns im Architektenteam sein und dann, tja, naja, genau, eine Kirche halt. Ihr müsst mir Feedback geben, das Video ist einfach nicht lang genug, dass ich hier alles in Ruhe mache. Braunes Betonpulver, das macht sich ja auch cool. Das sieht schön aus für den Weg, das finde ich echt cool. Habe ich das hier? Hier habe ich noch so einen alten Friedhof angedeutet, den habe ich noch nicht fertig gebaut. Überall, wo noch ein Grab hingehört, habe ich einfach graue Wolle hingemacht. Aber hier habe ich meine ersten Trauerweiden gebaut, zu denen wir später auch mal Tutorials noch gemacht haben. Und ich finde, es macht auf dem Friedhof eine recht friedliche, schöne Atmosphäre. Und ich finde, es ist auch wichtig, weil ein Friedhof, das hat eine Freundin von mir letztens auch schon mal gesagt, die werden in Horrorfilmen völlig abgewertet, aber so ein Friedhof, das ist auch ein Ort, wo man einfach Ruhe finden kann. Ich meine, es soll auch eine schöne Atmosphäre sein und nicht immer nur creepy und die Toten sind aufgestanden. Okay, jetzt gibt's noch etwas und ich muss noch den Eingang finden. Und zwar, das hier ist gar kein Wasser, das ist Glas. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, ich glaube, da muss ich hier rein. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Da muss ich hier lang. Ja. Und jetzt bin ich in einer unterirdischen Zwergenruinenstadt, die ich wirklich schon sehr lange gebaut habe. Die ich, hier mit einer unterirdischen Bibliothek. Man sieht jetzt leider wegen dem Shader nichts, aber hier habe ich auch schon, ich kann mal ein Screenshot einblenden, da habe ich mal ein ganz cooles Bild gemacht, auf das ich auch sehr stolz bin. Und da kann man sich jetzt durchschlagen, aber genau, das Einzige, was hier noch so Interessantes zu sehen gibt, ist einmal das Labyrinth. Ich habe hier nämlich ein Labyrinth programmiert. Oh, die Schilder ist resettet. Oh, wie musst du den Pfad finden? Jetzt habe ich Blindness und Langsamkeit
Und man sieht jetzt überhaupt nichts mehr wegen dem Shader. Oh mein Gott. Slash spawn. Aha. Viel Glück beim nächsten Mal, Versager. Genau. Das habe ich selber programmiert und ich habe das Labyrinth so programmiert, dass es sich im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, man kann den Weg nicht auswendig lernen. Eigentlich cool. Auch nie weitergemacht. Und hier der Todespfad. Rotes Glas. Die Schilder haben sich alle resettet. Rotes Glas verschwindet, glaube ich, nach einer Zeit. Ah ja. Blaues Glas. Ich stehe gerade auf blauem Glas, nicht. Grünes Glas. Ups. Jetzt bin ich runtergefallen. Grünes Glas gibt einen Potion-Effekt. Jetzt habe ich Sprungkraft. Entweder einen guten oder einen schlechten. Übelkeit wäre schlecht. Oh, und ich bin nicht so gut. Oh ja. Und ich habe solche Strähle gemacht. Guckt euch das an. Hey. Ich will das einfach alles wieder. Ich habe halt nicht die Zeit, ey. Ist ja so schön, das alles in einem Server wieder einzurichten. Wenn ich mal genug Teamler finde, die auch effektiv da mit mir arbeiten können und dass wir das fertig schaffen, ich wäre so stolz, das wäre so cool. Ja gut, ich zeige jetzt einfach mal, was am Ende passiert, wenn man hier ankommt. Und zwar, wey, du hast den Todespfad gemeistert. Herzlichen Glückwunsch, und dann kriegt man halt ein bisschen Zeug. So. Jetzt mache ich mal Slash Top, weil Slash Top bringt dann immer wieder nach ganz oben. Und jetzt befinde ich mich hier. Hier, genau. Ach, es war unten. So ein Shader reagiert, selbst wenn man unter der Erde ist, auf Tageslicht. Deshalb war es auch unten dunkler, weil wir Nacht haben. So, ich finde das doch eine schöne Aussicht. Und dann würde ich mal sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Und also ich habe echt Inspiration gefunden. Und ich habe auch echt Lust, diese Projekte weiterzumachen. Wenn es euch gefallen hat und ihr gern manchmal nochmal sowas sehen möchtet, alte Projekte von mir, dann kann ich mich auch nochmal auf die Suche machen. Das müsst ihr mir nur irgendwie wissen lassen. Mich wissen lassen, nicht mir wissen lassen. Und wenn ihr irgendwie ein Baututorial sehen möchtet zu irgendwas, was wir gerade in dieser Welt gesehen haben, dann lasst mich auch wissen. Und dann, oh, das war mein Handy, Entschuldigung. Weil dann möchte ich mich natürlich auch drum kümmern. Und wenn ihr diese Welt in meinem Community-Server durchgehen möchtet, einfach auch wenn es noch eine Baustelle ist, dann kann ich das auch einrichten. Aber erst, wenn wir wieder genug Leistung auf dem Server haben, weil, naja, die auf dem Discord-Server sind, die kriegen es mit. Der Host ist total überfordert wegen Corona, weil irgendwie plötzlich jeder Mensch das Internet öffnet und jeder Mensch dann seinen eigenen Game-Server einrichtet. Und die kommen jetzt gar nicht mehr mit, die sagen jetzt, sie, naja, gar nicht so wichtig, es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Genau, jetzt habe ich meinen schönen Spot verlassen, ich Idiot. Nein, nicht Idiot, ich habe jetzt schon zweimal gesagt bekommen, ich soll mich nicht selber beleidigen. Ich kluger Junge. Genau, und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachbauen. wir sehen uns auf dem Community-Server in den Kommentaren oder beim nächsten Video. Und ich würde sagen, tschö mit Ö.